So, hallo zusammen, ich bin wieder da. Unser Trashiki, essender Freund, ist noch im Urlaub. Ja, was hat sie letzte Woche getan? Was gibt's Neues? Philipp und die Smarties. Philipp und der Smarties, genau. Also, gibt nicht viel Neues. Letzte Woche haben wir ja die Statistik von unserem Podcast mal angeschaut, was ja ganz interessant war. Und sind dann übergegangen zu einer Diskussion zum Thema Docker Hub, Rate Limiting. Diese Woche, du hast, glaube ich, ein paar Sachen reingeschrieben, Michael. GitLab Runner Cache Support für Azure 13, in 13.4. Ja, wir Na, waren auch ein bisschen aktiv. das war nicht ich. Okay. Das war ich. Ach Ah, so. das war so, Niklas. Okay, ja, passt. Fun Fact, weil ich heute Morgen für einen Freund einfach mal nachgucken musste. Und ich habe gesagt, ach, Caching können wir schnell einrichten, geht auch auf Azure. Und merkt dann so, nee, ist nicht. Also, dann war halt die Option, wir warten jetzt noch eine Woche. Oder wir richten einfach Minio ein erstmal, damit sie erstmal überhaupt Caching testen können für mehrere Runner. Und dann kann man überlegen, ob man das Gateway mit S3 nutzt oder halt mit Azure brauchst du ja dann auch nicht mehr nutzen ab nächste Woche. Was ist nächste Woche wahrscheinlich zu Release? Ne, wenn ich mich nicht vertue. Ja, nächste Woche Dienstag. 22, ja. Ja. Genau, ja. Ja, und ab da ist das dann halt behoben, das Problem. Das heißt, dann kann man endlich direkt auch den Azure Blob Storage dafür nutzen. Genau. Da habe ich jetzt nochmal reingelinkt, weil ich gedacht habe, vielleicht ist es für jemanden interessant, der es auch sucht oder so. Ich von ausgegangen, dass das supported wird, weil ich meine, ich glaube auf GitLab.com, also fürs Omnibus, ich glaube, da geht es sogar schon. Ich habe es nur in einem anderen Ticket gelesen. Also der Abo-Bug hat das irgendwo verlinkt. Ich habe es ja noch nie verwendet. Also wunderschön, das geht. Ich hoffe, vielleicht, wenn der Nico dann wieder da ist, dass uns der da noch ein paar Insights. Insights geben kann. Okay. Beziehungsweise generell, vielleicht schauen wir sie Azure einfach einmal an und der Nico darf was herzeigen. Genau, ja. Ja, finde ich gut. Date, wenn er aus dem Urlaub Und kommt, damit auch alle Azure spielen. wenn er sich das Recording anschaut, dann hat er Spaß. Genau, und wir waren noch ein bisschen umtriebig bei dem GitLab.com-Issue bezüglich eben dem Docker Hub Rate Limiting Geschichtchen, weil da sind ja einige Fragen hier offen oder offen geblieben. Nach wie vor, ja. Wobei jetzt finde ich das Ticket wieder nicht mehr. Super. Ich suche mal, ob ich das finde und versuche das zu linken. Ist Genau, das ja. in der vorigen Agenda drinnen? Unmöglich. Was ist da Ich glaube, reingetan ich haben, habe weil da ist es. verlinkt. Genau, Muss ja. das sein? Ich kann auch Schauen wir erwarten, ich gerade. kann mal streamen. Ja, das war, glaube ich, die Nummer, ja. Das ist das, ja. 1113. Ja, genau, das ist das, ja. Ich schau mal streamen. Genau, es ist das gute Ding, ja. Das gute Stück. Also noch ein Hol paar Punkte ich. nämlich offen. So sehe ich. Ja, nein, im ganzen Generellen halt dreht sich halt die Fragestellung nach wie vor momentan darum, ob jetzt an der die Google Container Registry respektive der Mirror der Google Container Registry von Google aus, wie der funktioniert, beziehungsweise wie da das Manifest Pulling halt funktioniert oder abläuft im Detail, ja. Weil es kann sonst sein, dass halt relativ rasch das Rate Limiting halt erreicht sein könnte, ja, je nachdem, wie viel GitLab Runner unter welcher IP-Adresse von Google halt stehen und dann beim Docker Hub halt anklingeln und sagen, sie hätten gern halt Manifests, kann das natürlich aufgrund der vielen Runner, die dort laufen, die Shared Runner, dann doch relativ rasch zu einer Rate Limiting führen, ja. Ich stelle mir Genau. das Oder?
sehr spannend vor, weil die werden ja IP-Ranges Rate limiten. Ja, genau, es ist was noch. Also es schaut jetzt momentan so aus. Das habe ich auch noch zuletzt gesehen, dann habe ich weiter gar nicht mehr das nachverfolgt. Ich weiß auf jeden Fall, dass, glaube ich, die wollten. Genau. Ich glaube, Anfragen auch direkt bei Docker. Genau. Bei Docker und bei Google eben, wie die aktuelle Sachlage ist. Aber, ja, wird man sehen. Also wir sind jetzt dann definitiv dazu übergegangen, dass wir eben unsere Repositories andererseits durchsuchen nach die Docker-Files und aus den Docker-Files dann den From extrahieren und dann schauen, was halt direkt noch auf Docker Hub direkt zeigt. Es sind nur eine Handvoll. Ja. Und die dann halt direkt übernehmen die Images, damit man rechtzeitig dann eine Lösung oder beziehungsweise eben vorgebaut haben, um nicht ins Rate Limiting zu kommen, ja, weil wir haben viele Pipeline Runs und viele Bildläufe, ja. Und da könnte sonst das blöderweise dann auch zuschlagen. Wenn ich das aber richtig lese, dann musst du eingeloggt sein, dann trifft dich das Limit nicht, oder? Doch, dann ist es nur doppelt so. Doch, ja. Genau. Dann sind es 200 Pools. Also, okay. Es gibt aber dort weiß dann noch. Punkt ist für Open Source Projekte, kann man es, glaube ich, aushebeln lassen. Genau, ja. Das hatten sie mal irgendwo geschrieben. Wobei die Info ist, glaube ich, mittlerweile wieder verschollen irgendwo. Die steht so, glaube ich, nicht mehr auf dem Dokument, was wir letztes Mal eben diskutiert haben, dann drauf. Das heißt, das ist nicht wirklich nachvollziehbar, was ja in dem Thread da im Endeffekt danach diskutiert wird. Ja. Wer sich wo und wie und warum weitlist kann oder soll, ja, oder überhaupt. Ja. Ach, da hatte ich nochmal genau eine Frage zu, weil dieses UI, das kenne ich gar nicht. Ne, das UI, das, was ich da reingezeichnet habe, das gibt es ja noch gar nicht. Ah! Das ist ja quasi nur ein Vorschlag, ja, also im Endeffekt, dass man halt eine generelle Möglichkeit oder eine Möglichkeit oder eine Option schaffen könnte, ja, wie halt es möglich wäre, in einer Container Registry von GitLab einen Image Pool von einer anderen Instanz eben zu ziehen, ja. Weil momentan ist das ja, wir haben es jetzt schon im Prinzip auch so umgesetzt, dass wir Pipeline gebaut haben, ja, oder ein Projekt gemacht haben, wo die Kollegen dann die Möglichkeit haben, Image Pfade, also URLs von Images im Endeffekt in einer Textdatei zu hinterlegen, die dann einfach stündlich dann gepult wird, ja. In unser eigenes Projekt schreiben. Ja, genau. Ja, im Endeffekt vielleicht, ich weiß nicht, es gibt sicher schon, dass man das auf Registry von links nach rechts mirren kann und das wird man den Leuten einfach an die Hand geben müssen und sagen, gut, hier viel Spaß, GitLab eigene Registry und dann hast du halt deine Basis-Images, die du brauchst. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, was die Standard-Firma oder das Standard-Environment für Images braucht. Aber wahrscheinlich sind das 5 bis 10, weil recht viele Unterschiede sollte das eigentlich eh nicht machen. Und dann muss man den Leuten halt beibringen, wie du entweder mit Docker in Docker oder Kaniko oder anderen Scherzen halt Images bauen kannst. Genau, die Problematik an der Aktion ist halt einfach nur die, dass sich dann GitLab.com halt abbedanken wird, wenn Gott und die Welt Images einpult. Ja, die Frage habe ich jetzt schon mal. Das kann schwierig werden. Also weil momentan ist es ja recht outgesourced, unter Anführungszeichen, was ja okay ist, ja. Aber die Schwierigkeit ist natürlich, wenn jetzt dann vor allen Dingen für die CI-Pipeline-Geschichten das dann kommt, ja, und sich dann Gott und die Welt vom Docker Hub dann Images reinpult, dann ist es halt auch keine Lösung. Ja. Und generell haben wir halt letztes Mal auch darüber diskutiert. Andere Unternehmen, die ja zumindest an Open Source teilhaben, wie Nginx und andere, ja, die ja Millionen Pools haben, ja, das könnte schwierig werden dann an der Stelle. Ja, spannend. Ja, also es gibt ich kenne einmal Scopeo, was das machen kann, Red Hat. Was halt dafür da ist, um halt Images von der einen Registry in die andere zu schieben. Genau, ja.
Ich kenne aber noch so ein anderes. Ich finde, ich suche das mal jetzt gleich nebenbei raus. Den Namen. Nascopio ist ja bekannt, ja. Genau. Ja, kannte ich nicht. Also für mich ist manches schon neu. Nascopio ist im Endeffekt, steht im Zusammenhang mit dem Podman. Mit der Rootless Container Variante von Red Hat. Da gibt es einige Bilder aus Copeo, Botman und noch zwei andere, ja. Projekte im Endeffekt, das ist quasi auseinanderteilen, die Möglichkeiten, die halt quasi im Docker Binary halt als singuläre Instanz integriert sind, ja. Mit dem kann man es zum Beispiel machen, ja. Also technisch ist es schon lösbar, ja. Die Frage ist eben, so wie GitLab das halt, oder die Idee ist eigentlich dadurch entstanden, dass GitLab ja die Möglichkeit anbietet, über die Container oder über die Repository-Einstellungen andere GitLab oder Git-Repositories zu mirren automatisch, ja. Und dann auch dazu beiträgt eben, dass die Mirrors eben aktuell bleiben, ja. Ob man dadurch, ob man das auf Basis der Registry halt auch schaffen will, möchte, soll, ja. Das ist im Prinzip auch normal unter Anführungszeichen bedienbar ist, ja, also ohne große Hürden, ja, weil so macht halt jeder wieder irgendetwas, ja, es kommt Bio, Skripts, Git, Pull, Push, egal. Ich finde das ein Projekt nicht mehr. Oh, und GitHub hat sich geändert. Nein. Was ich jetzt gerade gelesen habe beim Scopeo, es gibt die Möglichkeit eben mit dem Scopeo ein Image zu inspekten, ohne das Image oder die Layer von dem Image gleich zu pullen. Der pullt dann nur das Manifest. Ist halt in dem Fall mit dem Limiting vom Manifest Download halt auch super. Da hilft mir dann das Inspekten auch nicht. Da ist dann die Frage, ob es nicht dann gleich pull. Naja, für einen Dry-Run wahrscheinlich. Dann habe ich wieder einen Manifest-Pull mehr oder weniger in den Wind geschossen innerhalb der 6 Stunden. Das geht's ja. Ja, im Endeffekt musst du eh mit mehreren IP-Adressen auf das Ding draufgehen, auch wenn man über die Legalität jetzt sprechen kann. Aber wenn du so einen Sync-Mirror-Algorithmus anstartest, glaube ich nicht, dass du mit einer IP-Adresse auskommst. Ja, genau. Also da gibt es halt mehrere Diskussionen, glaube ich, die was momentan halt relevant sind. Ja. Aber es ist gar ein spannendes Thema. Schauen wir mal, wohin das noch kommt oder wohin das dann weitergeht. Ja, da sind wir letzte Woche eben drauf gestoßen worden. Na, ist ja eine gute Geschichte, weil meiner Meinung nach kommt das sehr viel zu kurzfristig, weil bis 1. November, keine Ahnung, wir haben sonst nichts zum Arbeiten. Ich gehe einfach mal davon aus, dass irgendwas kaputt geht. So wie es halt immer ist. Und dann schauen wir halt einmal, wie das Red Limiting tatsächlich implementiert ist. Weil das, was die da anbieten, der Docker Hub an sich, der ist nicht Open Source, da kannst du nicht reinschauen. Also. Ja, sie nutzen ja intern nutzen ja die Distribution, ne? Also das hat nur geclustert. Aber sie nutzen halt auch die Distribution für den Storage. Naja, wenn das dann auf GitLab.com alles mir rausgreift, irgendwann das Storage Limit. Dann kannst du gar nichts mehr machen. Also im Endeffekt ist es, eigenes GitLab hochziehen, eigene Registry hochziehen und 5 Petabyte hinten dran knallen, so in der Richtung. Wenn du wirklich 1000 Images brauchst. Aber das möchte natürlich niemand bezahlen. Ja, genau. Und momentan gibt es ja was sich ja auch getan hat in den letzten 10 bis 14 Tagen, war ja, dass GitHub im Endeffekt jetzt auch Registry anbietet, ja. Das heißt, einige Projekte werden sich natürlich auch dort bedienen, anzunehmenderweise. Wobei da jetzt noch immer nicht weiß, wie da jetzt die Regelung ist. Das hat mir irrsinnig verwirrt, das Announcement. Das hat ein Package Registry schon mal gegeben. Also irgendwie vor 1,5 Jahren, 2 Jahren ist das ja mit reingekommen. Und ja, genau. jetzt ist es hinter ein neuer, kurzer Endpoint, der ein bisschen mehr kann und du musst das aber manuell migrieren, weil es, glaube ich, keinen Klick-Button dafür gibt oder so irgendwie. Aber ja, wenn es dann auch ein Storage-Limit gibt oder Container-Register-Limit oder sowas, dann
dann wirst du nicht drum herum kommen. Entweder wirfst du halt Münzen ein oder da baust du selber was. Genau. Ja. Ich finde es nicht mehr, schade, ich habe relativ schnell. Aber Fun Fact, oder nicht Fun Fact, wer noch Probleme hat und das nicht automatisch pullen will, es gibt so ein Projekt, das habe ich aber selber noch nicht ausprobiert. Und zwar kann Dion kann dich darauf notifizieren lassen, wenn ein neues Image verfügbar ist. Auf dem Docker Hub. Und ab dann könnte man das halt so weit automatisieren, dass wir da dann halt die Notification kriegen, er lädt sich das neue Image runter und dann pusht es automatisch halt in die Registry rein. Wie kriegt der von LocalHub das mit? Der pullt das. Ach so. Okay, ja. Also die Seiten, oder? Mhm. Oder was pullt da? Den Char, oder? Weil wenn er das Manifest, also wenn er das Manifest wieder pullt, dann hast du da das gleiche Problem. Und dann dreht sich das wieder im Kreis. Ja. Oh, eine gute Idee, ja, grundsätzlich. Ja, nur. Also mir wäre nicht bekannt, dass es ein RSS-Feed oder irgendwas von Images gibt, wobei, wieso nicht? Das war mal ein Feed. Habe ich nie geschaut. Vielleicht lässt du das einfach in GitHub Actions drinnen laufen. Weil da laufst du in einen anderen IP-Adressen-Space dann drinnen, dann schaust du nach, was sich getan hat und dann pushst du das. Genau, ja. Also alle Systeme irgendwie ja. Ausnutzen, die es nur gibt. Ja. Mein Service-Idee immer noch predicted, dass es irgendwie ein Lambda-Service geben wird, der automatisch Docker-Pulls machen kann, die dann in verschiedene Registries einfach reinpult und dann automatisch schlau genug ist und rausfindet, welche IP-Adressen gerade nicht geblockt sind. Puh. Ja, okay. Rausfinden, ob du im Red Limiting bist, ist einfach. Du schickst einen Request hin und wenn die richtige Antwort retour kommt, ja. Dann war's das. Ja, aber da gibt es keine RSS. Hui. Das ist einfach. Weißt du, was dann passieren wird? Genau dasselbe wie bei Proxys. Du wirst keine offenen Proxys oder keine offenen Ressourcen mehr finden. Ja. Oder später, ja. Na, also die Webseite ist so, wie sie ist. Da gibt es ja kein RSS-Feeding oder irgendetwas. Also entweder man passt die Seiten, ja, pfui, ja, HTML-Passing. Ja, Regex, kennen wir alles aus Nagelszeiten. Ja, genau, boah, grausam, ja. Oder sonst dann kann das Ding fast nur ein Manifest-Pool machen, um rauszufinden, ob es was Frisches gibt. Ja. Haben die Docker-Registry hat doch irgendeinen HTTP-Endpunkt, oder? Das ist doch irgendwas, was bei der GitLab-Registry nicht geht. Wo du das rausfetchen könntest. Es wäre natürlich die interessante Frage, ob das Red-Limiting auf URL-Endpunkte geht. Oder ob das einfach global per Request ist, also wenn du halt quasi nur fragst, bist du da oder bist du nicht da per HTTP, dass du dann sofort in das Ding reinfällst. Weil ich glaube, die GitHub API Registry, die ist so implementiert, oder die GitHub API an sich, das Red Limit, dass das auf die Requests an sich geht. Also der macht dann einen Count für die Requests. Schon klar. Spannende Frage, ja. Also wenn ich das implementieren müsste, würde ich wahrscheinlich eher auf die Requests gehen und das Rate limiten, auch wenn das ein bisschen Performance kostet von der API, weil dann habe ich zumindest die Möglichkeit, V1-Status oder V1-Info oder sonst was freizugeben, ohne Rate limiting, damit du zumindest dann ein Monitoring-Ping machen kannst oder so Scherze. Ja, irgendwo in die Richtung wird schon. Es gibt Leute, die haben für die Docker Registry ein Monitoring, wo sie einen HTTP-Check drauf haben, zum Beispiel. Das kommt auch zu interessanten Effekten führen im Monitoring, wenn du dann von deiner IP-Adresse oder von deinem Firmennetz, weil du halt in einer DMZ oder NAT drinnen sitzt, auf einmal in ein Red Limiting reinfällst. Also ich denke jetzt da nicht an Firmen, die halt nur eine IP-Adresse haben und keine Ahnung,
100 Nutzer von Docker habe. Ja, gut, im Firmenkontext. Ja, wobei, also der, so wie, und das habe ich noch mal nachgeschaut, die Registry API ist auch ganz klar, dass im URL-Manifest drin vorkommt. Also da steht, also das ist relativ simpel, ja. Du brauchst im Prinzip nur den Get-Request, weil es ist ein Get einfach nur anschauen und dann siehst du, dass dort Manifest drin steht zu dem jeweiligen Image, ja. Und damit kannst du auf genau das Manifest, genau auf den Manifest Get von dem Image im Endeffekt das Rate-Limiting drauflegen. Weil du siehst es ja im Load Balancer im Endeffekt ganz vorne schon, ja. Oder wo immer du es machst dann, ja. Ich würde es wahrscheinlich in einem Nginx machen, der dazwischen sitzt, aber vermutlich ja, ist ja. Es sinnvoller am Load Balancer, weil du dann den Request wegschießen kannst. Weil es genau. Gibt hier irgendwen, der Böses möchte. Und wenn dann die Register geht, die DDoS wird, dann hast du keinen Spaß. Also die wird genau, vor allem, sowieso. Weil der Authorization-Part ist auch im Header vom HTTP-Request drinnen. Also von dem her schickst du eh alles. Ja. Und Daten, was du brauchst. Ja. Und der gibt dann too many requests zurück. Alles klar. Ja, also von dem her, man wird sehen. Ja. So, wo ist es da? Ja, das war der Teil, ja. Interessant. Ich gehe mal davon aus, dass uns das noch länger begleiten wird. Ich glaube, ja. Aber schon mal die Vorwarnung, noch. Das habe ich ja letzte Woche auch schon gesagt, das gleiche Thema wird zeitgleich damit aufprallen mit Helm. Mhm. Weil die Helm-Charts, also alles, was unter auf dem GitHub-Repo Helm-Stable liegt, oder das wird ja auch aufgetrennt. Das wird auch ab 1. November oder Ende November wird das auch wird man da keine Updates mehr kriegen und komplett abgeschaltet. Das heißt, man muss ja sowas nutzen wie den Helm Hub, also hub.helm.sh, um seine Helm-Chart zu beziehen oder irgendeinen der 10 anderen, die es momentan auf dem Markt halt gibt. Schon. Das klingt nach doppelt Spaß. Hat irgendwer einen Call von euch in der Zeit? Helm. Ich fange halt früh noch an, deshalb werden meine ersten Tätigkeiten sein, all diese Probleme zu gucken, ob es diese Probleme geben wird oder ich hoffe einfach nicht. Weil ich eigentlich immer dafür darauf geachtet habe, dass wir keine Images von extern beziehen, weil das einfach immer eklig wird. Ja, klar. Alles schon einfach hatte. Also selbst dann ist halt der Docker-Hub nicht down, aber dann ist S3 down und du musst irgendwas neues Deployment gerade machen, ja, dann hast du halt auch im Internet, wenn du dann keinen Prozess. Also Mirren ja. Wird die ganze Chose nicht, weil Mirren ist einfach, das sind zu viele Daten dafür. Da reicht ein einfacher Proxy-Cache. Und dann kann man es so ordentlich direkt machen, weil dann cached man auch die ganzen Distributionspakete noch zwischen. Damit man noch schnellere Buildzeiten wieder kriegt. Ja, also wie gesagt, wenn du die externen Images oder die Public Images dann eh verwendest, um eigene Builds zu bauen, dann hast du meistens das, was läuft, ja eh im Portfolio quasi ja sowieso in der eigenen Registry, das ist ja nicht das Problem, ja, schwierig wird es nur, wenn du was Neues brauchst, unter Umständen, ja, oder eben eine abgedatete Version, ja, dann wird es halt tricky, ja. Das Problem, was wir letztes Mal diskutiert haben, ist ja, dass zum Beispiel ja viele, die was halt Images anbieten, zum Beispiel eben für Google Cloud Hausnummer oder AWS, ist ja wurscht, dann mittlerweile halt ihre eigene Registry verwenden, ja, also das teilweise steht ja schon bei Docker Hub Repository ist dann drauf, dass sie deprecated sind. Ja. Das heißt, du kriegst ja sowieso nicht mehr die aktuellste Version. Dann fängt, so wie wir letztes Mal dann aufgehört haben, ja, zu diskutieren, dann wieder die Problematik an. Ja. Gleich wie du zuerst gesagt hast, bei Helm gibt es halt auch schon, keine Ahnung, 5 verschiedene Varianten, um an Helm-Charts zu kommen. Ja.
wirklich nicht gewusst, dass es den Helm Hub gibt. Ja, gibt es auch schon eine Zeit. Aber ja, es ist schön, dass da die Deprecation Timeline dabei steht. Es passiert einfach zu viel. Wo läuft denn der Helm Hub? Der läuft selber bei, der wird von der CNCF oder so gehostet oder von dem Projekt dahinter. Genau. Und ich hatte das mal für QuestDB mal angetriggert. Die hatten da auch irgendwas gemacht. Ich glaube, man muss einen Pull-Request noch stellen, damit sein Artefakt da gelistet wird. Weil in dem Sinne, was der Helm Hub nur macht oder all diese Artefakte Restores, die sind eigentlich nur ein Link auf dein Chart-Repository. Ja. Korrekt. Das ist was eigentlich nicht. Und die Charts kannst du ganz einfach auf einer statischen Webseite halt hosten. Also mit GitLab Pages oder mit GitHub Pages. Das geht ja alles. Stimmt, ja. Stimmt, und die GitLab Helm Charts, die ich gerade gefunden habe, die verweisen eher auf Charts GitLab.io. Oh ja. Genau. Ah ja. Das Ding ist, ich bin da nicht so tief drinnen. Ich muss mir da immer wenn Not am Mann ist, ein paar Dinge ergoogeln und dann findet man es auch. Gut, was geht sonst noch kaputt im November? Gute Frage. Hoffentlich heute viel mehr. Ich habe noch was Schönes für euch, das habe ich gerade vorhin verlinkt in die Bookmarks. Wir haben angefangen zum Schreiben von einer CI/CD Pipeline Efficiency Dokumentation. Das ist in die Bookmarks jetzt drin, das ist heute gemerged worden. Das ist so wie sagt man, so Teamwork-Geschichte aus unseren Diskussionen, wie man das verbessern kann, wie man da effizienter sein kann, weil das CI-Minutes haben sie jetzt auch geändert, letztens, auf gitlab.com. Und ich habe einen Webcast zu dem ganzen Thema rund um Monitoring und Effizienz gehabt. Habe 1000 eigene Ideen, wie man sowas machen kann. Und das ist einmal der erste Wurf, der erste Draft. Ist natürlich nicht perfekt, weil wir arbeiten in kleinen Iterationen. Das heißt, wenn ihr irgendwas habt, wo du sagst, naja, das muss da unbedingt rein, editieren, Merge Request, zack, bumm. Bitte, danke. Das dauert wahrscheinlich jetzt 10 Minuten, das zu lesen, aber ist im Endeffekt ein großer Braindump. Und ich vermute mal, dass man noch gerade im CD-Bereich kannst du da noch 1000 verschiedene Sachen machen. Aber mein Kollege, der Marcel, hat sich ziemlich hineingetigert, weil ursprünglich habe ich nämlich einfach einen Blogpost als Dokumentation reingeschrieben und das ist jetzt schön umgebaut in eine lesbare technische Dokumentation. Weil wir das nicht in einen Blogpost reinkippen wollten, den du nie wieder aktualisierst, sondern halt entsprechend in der Dokumentation, dass es jeder einsehen kann. In der GitLab CI Pipeline. Generell ist halt, ich finde halt interessant mittlerweile echt die Frage beim Thema Pipelines, wie man halt cached. Man sagt, man fängt halt an zu cachen nur mit Docker, dass man Multistage-Builds macht, die einzelnen Layer halt in Registries wieder schreibt und dann für jeden Build-Mechanismus einfach wieder nutzt. Oder man nutzt halt das standard traditionelle Caching und baut außerhalb von Docker. Das hat halt immer so manchmal echt Performance-Impacts, kann das ein bisschen haben, weil du nicht so viel Speed auf den I.O. kriegst, wenn es nicht im Container läuft. Ist aber dafür dann auch nachteilig, kann der Developer halt nicht nachstellen. So einfach dann.
Und ich glaube, wenn du mehrere Image-Layer hast, dann ist es auch ein bisschen IO-lastiger. Ja, also sagen wir so, es ist nicht alles in Stein gemeißelt, was jetzt drinnen steht. Die Geschichte ist nur die, du musst es, wie sagt man, da muss jemand ein Nachschlagewerk in die Hand geben, dass er sagt, ich kann das ausprobieren, wenn ich ein Problem habe oder es ist langsam. An vielen Ecken und Enden ist es ja dann so, dass die Network-Latenz oder die pure Größe des Docker-Image, weil das 10 Gigabyte hat, weil es halt via VM verwendet wird und das ist halt bei jedem Run wird das dann hochgefahren. Ich habe das noch nicht probiert, um mal sehen, wie lange es dauert, 10 Gigabyte Image hochzuziehen. Aber es ist halt einfach so, dass da sehr viele Komponenten mit reinspielen. Und wenn du dann nicht weißt, wie du es überwachen kannst, weil es irgendwo in der Cloud läuft, ist es natürlich nur schwieriger zu troubleshooten. Ja, also ein 10 Gigabyte Image ist noch nicht mal so schlimm eigentlich. Die Gesamtgröße. Es kommt darauf an, in welchem Layer das 10 GB steht. Sind die 10 GB gesplittet, kann man immerhin noch parallel pushen, die Chunks einzeln, und dann ist es auch halb so wild. Gut, den Netzwerk-Traffic hast du halt eh auf der Karte am Ende des Tages. Aber kann halt dich davor bewahren, dass du halt wieder alles hochladen musst. Das ist ja das typische Docker-Problem, was man eigentlich immer hat. Und dazu gab es mal auch auf dem GitLab Unfiltered Channel ein cooles Video, wie die Jungs, ich glaube, Dive benutzt haben. Dive ist ein Tool zum Inspekten von GitLab Images. Auch von den einzelnen Layern sogar, wo man dann gucken kann, was man optimieren kann, was nicht. Ja, vor allem siehst du halt mit Dive siehst du halt die Änderung von im Endeffekt von einem Layer zum anderen danach, ja. Ja. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass man das die Pipeline Efficiency also natürlich unterschiedliche, oder wenn du eine Pipeline halt baust, dann kann ja durchaus sein, dass du eine Pipeline machst für unterschiedliche Anwendungszwecke. Das Container und Docker ist das eine, ja, aber es gibt ja durchaus auch andere Dinge noch, ja. Weil gerade in der Pipeline Efficiency, über das, was wir da jetzt diskutieren, über die Docker Images und so weiter, da gibt es natürlich auch ein paar Good Practices, ja. Wie man Docker Files, was der Unterschied zwischen einem Run und einem Copy ist in einem Docker File, ja. Das kann klarerweise an der falschen Stelle dann ziemlich wehtun, ja. Von den Layers und von den parallelen Pushes und so weiter. Aber ich glaube, das ist ja nicht alles, ja, weil Pipelines werden für viele verschiedene Dinge eingesetzt. Ja. Also meine Erfahrung noch ist, dass das, also ich habe es auch nicht gewusst früher, du fängst halt mit irgendwas an, was halt schon da ist, machst du Copy-Paste, das ist eine Internetanleitung und dann hast du da Docker-Image, hast aber im Endeffekt keine Ahnung, wie du es halt Best Practice machen solltest. Und ich habe mich früher mal gewundert, warum zum Beispiel die CentOS Images das User-Share-Doc-Verzeichnis leer lassen, obwohl du das Paket installierst. Und wenn dann irgendein Paket dorthin seine SQL-Files ablegt, die du zum Installieren brauchst, ist das natürlich keine Spitzenidee, weil das halt immer weg ist, wenn du nachträglich was installierst. Und du kannst das so umgehen, indem du dir halt ein eigenes Image baust und dann dieses No-Doc abschaltest mit YAML-Options, aber das wüsste ich eigentlich nicht. Und so kommt man dann halt iterativ hin und sagt, naja, was könnte ich denn den Leuten halt einfach mit an die Hand geben und sagen, das ist jetzt eine kleine Geschichte, da kann man drüber nachdenken. Ich glaube, wenn du ein wirklich optimiertes Docker-Image bauen willst, dann kannst du 10 Seiten Doku dazu schreiben. Weil du halt... Ist halt, aber ja. Ich finde halt, also mit diesen Docker-Images, also es gibt so ein paar Standardsachen. Die Frage ist aber ja, was, genau, ja, genau. Und die Frage ist ja, was du optimieren musst. Ja. Also die Bandbreite, den Storage, die Zeit. Gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten dann, ja, weil kannst du ja natürlich auch in Pipelines zum Beispiel auch aushelfen und so weiter. Ja. Mit Caching etc. pp. Ja, weil wenn du mehrere Runner hast und so weiter, also nur als Beispiel, ja, Terraform States und mehrere Stages beziehungsweise mehrere Jobs ohne Cache sind auch fies. Das kann auch ganz schön übel ausgehen dann, ja. Also brauchst du so wieder an irgendeiner Stelle einen Cache, die fragst du, um welchen Cache, ja.
muss ich schneller die lokale Festplatten vom GitLab Runner oder der S3-Bucket. Oder irgendwer gemountete SSD. Oder eine Fashare von der Cloud. Also ich glaube, so wie das Dokument jetzt momentan ist, so wie ich gerade drüber gescrollt habe, dass es allgemeine eben Ideen sind, das ist schon keine schlechte Idee. Ja? Ich glaube, in der 10. Version oder der 20. Version werden wir viele andere Best Practices noch finden. Ich glaube, also ich bin jetzt auch nicht dabei seit letzter Schluss. Das sind Ideen von mir, das sind Ideen, die ich aufgeschnappt habe bei anderen. Und wir haben halt mal versucht, einen Draft zu bauen. Die Geschichte ist die, du musst irgendwo mal anfangen. Und das ist jetzt quasi, sagen wir, die Alpha-Version von dem Ding. Und wenn ihr nur Ideen habt, deswegen habe ich es eigentlich ja verlinkt, weil ihr wisst, dass ihr ihr kommt nur mehr aus der Praxis als ich. Dann sagen sie, naja, wo habe ich denn schon mal eingebissen? Die Geschichte mit Test, Document und Lernen ganz am Schluss, alles zu dokumentieren, kommt ja von euch. Also, wir haben zwar noch nicht drüber gesprochen, aber Core DNS debuggen und CI/CD debuggen und andere Geschichten sind ja auch so Themen, die uns immer wieder beißen. Und wenn du dann Issues aufmachst, ich glaube, das hat der Bernhard erwähnt oder du, Mario, dass halt alles, was halt irgendwie aufkommt, kommt in eine Issue rein und dann sagst du halt, naja, XYZ war zu dem Zeitpunkt kaputt. Und dann ist es dokumentiert und das Ticket machst du da halbes Jahr später wieder auf und sagst, ach so, dasselbe Problem haben wir ja schon wieder. Und das sind so, glaube ich, auch die Kleinigkeiten, die man halt auch hören muss, weil vom Server kommst du nicht drauf, dass du es dokumentierst. Oder sagst, jetzt schreibe ich es mal irgendwo hin, weil das konnte ich mal wieder brauchen. Und die andere Geschichte ist Monitoring. Das ist jetzt momentan so dokumentiert eher für externe Systeme, weil es halt Built-in-Monitoring auch noch nicht so viele Dinge gibt. Also es gibt schon die Idee und die Überlegung, dass man zum Beispiel die Job-Duration visualisiert in den ganzen Overviews und das Ganze ja schöner und besser macht. Ich weiß aber nicht, was der aktuelle Status quo zu dem Ganzen ist. Naja, und die andere Geschichte ist halt, alles was da ist, schreibt man halt einmal zusammen. Ist jetzt egal, ob das jetzt ein externes Repo ist oder irgendwas anderes. Ich habe Zabbix noch nie verwendet. Ich weiß nicht, ob das Check-GitLab damit funktioniert oder wie ihr das überwacht. Aber das wäre auch noch so eine Geschichte. Wie kann man eine CI-Pipeline mit Zabbix überwachen zum Beispiel? Ja, das ist eher die Frage. Ich sehe das immer auf einen anderen Ansatz. Ja. Sollte sich das Toolset anschauen, was schon vielleicht vorhanden ist. Ja. Und nicht unbedingt dann etwas umbiegen auf etwas, nur weil man etwas schon hat. Ja. Das war zu Beginn, wo wir mit Docker gestartet haben, ja, war natürlich auch die Frage, so, und wie kriegen wir jetzt unsere Container sinnvoll gemonitort? Ja. Da haben wir gesagt, okay, nehmen wir mal als erstes den einfachen Weg und gehen wir mal mit Prometheus, Grafana, CIadvisor und den üblichen Verdächtigen. Ja. Der sich nach wie vor bewährt hat, ja, weil du möchtest nicht wissen, wie das auf Zabbix ausschaut. Ja. Das haben wir uns zwar mittlerweile auch angeschaut, ja, aber das ist weit weg von praktikabel und verwendbar, ja, also aus meiner Sicht halt zumindest. Ja. Und deshalb denke ich mir immer, muss man sich immer für die jeweilige Anforderung anschauen, was gibt es bereits an Tools, die an viel Arbeit abnehmen und klarerweise auch die Abwägung, will man sich ein neues Tool überhaupt in seine Umgebung reinbringen. Ja? Das muss man natürlich mit abwägen in dem ganzen Thema. Ja. Ja. Das ist ein guter Punkt, weil dieselben Überlegungen habe ich mit Nagels und mit den Singern den ganzen Konvolut auch schon gehabt. Ich sage, nee, es gibt ein Check Docker und es gibt ein Check XY. aber wie komme ich effektiv zum Ziel? Muss ich mir da jetzt mehr oder weniger einen Wrapper schreiben, der irgendwelche Docker-Images überprüft? Oder habe ich das halt als Prometheus schon da und habe es eh schon im Einsatz, weil ich halt irgendwelche anderen Container damit überwache oder habe da Kubernetes oder irgendwas in der Form schon rumliegen? Weil meiner Erfahrung nach musst du die halt mit einem Check-Plugin, was halt Exit 1, 2, 3 kann oder 0, musst du die extrem verbiegen.
was du jetzt tatsächlich überwachen möchtest. Außer jetzt vielleicht Disk Usage und vielleicht I.O. und andere Geschichten. Aber am Ende des Tages sind es halt Metriken und du wirst einen zeitlichen Verlauf drüber sehen, vermutlich. Oder am Trend. Genau. Ja. Ja, ich meine, der Punkt ist auch, in der Zwischenzeit hat sich ja einiges noch ergeben, was Zabbix anbelangt. Ja. Schwimmen bei uns, weil wir halt mit Zabbix viel machen oder viel machen müssen, auch, wenn wir halt das in der Umgebung halt haben. Ja. Kommen auch immer wieder Webinar-Mails herein, ne? Und da werden halt Dinge präsentiert, wie kriege ich jetzt Prometheus-Daten ins Zabbix zum Beispiel, ne? Und für die Visualisierung solche Dinge auch, ne? Also da gibt es freie Webinare dazu, die kann man sich einfach anschauen, dauern meistens eine Stunde, ja, und kriegt man mal einen schnellen Crashkurs, wie das funktioniert. Ja, ich möchte ehrlich gesagt nicht wirklich mehr dazu sagen, ne? Die Schwierigkeit, glaube ich, ist halt immer, es ist halt immer sehr stark abhängig von der Umgebung oder von dem Problem, was du lösen musst, oder von dem Produkt oder was halt alles vorhanden ist, schon einerseits oder andererseits, was das Ziel eigentlich ist, ja. Weil oft bei dem ganzen Tooling, glaube ich, geht da oft verloren, eigentlich, was man eigentlich für, wenn man jetzt mal eigentlich was für das Problem man eigentlich lösen will, ja, oder. Da was eigentlich das ist, manchmal glaube ich, guckt man vor, dass man sich gar nicht einmal sieht, ob man weiß, was das Problem man hat. Was man probiert zu lösen, ja. Also manchmal ist man schon unterwegs auf irgendeiner auf eine Abzweigung, ja, wo man dann schon bei der Lösungssuche ist, ja, wo man das Problem eigentlich ursprünglich noch gar nicht verstanden hat. Deswegen nochmal finde ich das Dokument jetzt super, ja, weil ich glaube, es gibt da viele, eben so wie Pipeline Insight oder Analysis oder Bottlenecks und so weiter. Ich glaube, es gibt viele Ideen einfach für Menschen, die dann einfach vielleicht nur gar nicht sicher sind, wo überhaupt das Problem liegt, ja, oder welches Problem überhaupt vorliegt, ja, weil das ist so vielschichtig mittlerweile, ja, so wie die, ja, so wie im Endeffekt die CNCF-Landscape, ja. Wo liegt überhaupt das Problem, ja, oder welches Problem schauen wir uns da überhaupt gerade erst an? Naja, man, das haben wir vor ein paar Everyone Contribute Runden schon einmal durchüberlegt. Im Endeffekt, die Frage ist immer beim Monitoring, was will ich alles monitoren? Ne? Und meistens komme ich erst drauf, was ich monitoren will, wenn ich ein Problem habe. Ja. Dann ist es halt meistens zu spät. Ja. Und deshalb gibt es halt umgekehrt den Ansatz, okay, ich versuche mal so viele Daten wie möglich wieder reinzukriegen. Man muss natürlich wieder mit der Datenmenge kämpfen. Ja. Man muss irgendwie einen richtigen Mittelweg einmal fürs Erste finden. Ja. Und man wird immer wieder auf Probleme stoßen, wo man das Problem dann hat, die Daten noch nicht zur Verfügung hat, mit dem man sich das Problem näher analysieren kann. Aber man muss halt wieder daraus lernen und das entsprechend erweitern. Das Toolset erweitern, keine Ahnung, alle möglichen Dinge halt sich anschauen. Ja. Und vor allen Dingen, es muss sich ja dann, und damit sind wir wieder eigentlich aus meiner Sicht beim Kern, es muss sich ja jemand anschauen. Ja. Also, ja. Am Ende des Tages muss ja irgendein Value daraus generiert werden, so wie das eben mit dem Pipeline-Exporter, wo du ein Screenshot eingetan hast, Michael, glaube ich, von dir ist der DNS-MI-CI-Monitoring-Webcast, dürfte von dir sein, ja, der Inhalt, ja. Genau, ja, das ist sehr super Sache, das Dashboard schaut bei uns sehr heftig aus, mit 100.000 Jobs pro Monat. Nur, wenn es kein Stakeholder dafür gibt, der was irgendwas draus macht, dann ist es im Prinzip die nächste Datenmüllhalde. Wenn nicht irgendwas draus abgeleitet wird aus den ganzen Dingen, ja, dann ist es im Endeffekt, stellt sich schon wieder das Tool an sich, also nicht das Tool nicht, aber der Wert nachher wieder in Frage, warum man es dann überhaupt betreibt. Ja. Die Notwendigkeit. Es muss ja wieder aufgedatet werden und gepatcht werden und. Ja. Das stellt sich dann wieder dann in Frage. Ja. Es muss ja irgendwann ein Nutzen daraus abgeleitet werden. Ja. Und das ist ja im Prinzip genau der Punkt, wo nachher eben das Monitoring-Thema halt echt, wie soll ich sagen, schwierig wird dann einfach, ja. Weil du eigentlich wissen musst, was du wirklich brauchst, ja. Oder du nimmst halt einfach im Bausch und Bogen Siet, Weißer, Notexporter und Prometheus und Grafana und du hast es einfach, ja. Weil du keinen Aufwand hast damit. Faktisch. Im besten Fall. Ich glaube, du brauchst was, wo du starten kannst. Und das war der Grund, warum ich das verlinkt habe. Für mich ist aber das
Prometheus und NodeXport dann nur ein Teil von dem ganzen Monitoring, weil ich halt überlegt habe, was bedeutet CI-Monitoring oder CI-Pipeline-Monitoring. Und ein paar Leute haben mich gefragt wegen Unit-Tests. Und dann habe ich gesagt, naja, eigentlich ist ein Unit-Test und ein Report, den ich da drinnen generiere, sowas kann ich auch überwachen. Ich kann im Prinzip aus jedem CI-Job irgendeine Metrik zurückliefern oder ein Report oder XML oder keine Ahnung, was halt rauskommt. Und sowas möchte ich auch überwachen. Aber das ist dann so individuell, dass du es eigentlich fast nicht beschreiben kannst. Deswegen ist es auch nur eigentlich rudimentär verlinkt in dem Dokument drinnen, dass du sagst, naja, wenn du dir einen Unit-Test gebaut hast, bitte nimm doch JUnit, parse das XML irgendwie wild und je nachdem, ob du dann Golang oder eine von den anderen 100 Programmiersprachen verwendest, und versuch das halt einzubauen, weil du als Entwickler oder beziehungsweise du wirst ja gar nicht damit beschäftigen mit Monitoring, sondern du wirst eigentlich deine Tests schreiben und deine Coverage-Reports kriegen und dann einen Hinweis, hoppala, Security passt nicht oder irgendwas anderes ist kaputt gegangen. Performance ist schlechter geworden mit Commit. Aber du musst da mal hinkommen. Und ich habe jahrelang nicht gewusst, wie sowas geht. So, ja, dann bauen wir irgendwas und dann kriegen wir, ist es rot und dann lesen wir halt einen Shell-Output und ich verstehe nicht, weil ein Stack-Trace, schaut lustig aus im Jenkins. Also die Java-Exceptions sind super schön zum Anschauen. Und dann hast du C++-Code, die Exceptions wirft und kennst dich eigentlich nicht aus. Und du brauchst immer jemanden, der dir an der Hand nimmt und sagt, so, bauen wir das einmal so. Und dann musst du dich beschäftigen, wie du einen JUnit-Report kriegst, was wieder XML ist. Also, ja, warum brauche ich jetzt XML? Das interessiert mich eigentlich nicht. Ich will, dass es eigentlich out of the box funktioniert. Also ich will es anklicken und dann passiert irgendwas magisch. Das ist so meine optimale Vorstellung davon. Es geht aber nicht, weil ich muss mich halt damit auseinandersetzen, wie die einzelnen Komponenten zusammengebaut sind. Und ich muss ja verstehen, weil sonst verstehe ich den Performance-Report nicht unter Umständen, weil ich halt einen falschen Wert eingestellt habe. Und da kommst du halt vom Hundertsten ins Tausendste. Und ich finde es halt immer wichtiger, mal so eine Basisdokumentation zu haben. Ich habe nur 1000 Ideen zu dem ganzen Thema, wie man da reingehen kann und andere Geschichten. Aber da schauen wir einfach mal, was die Zeit so bringt und wie es jetzt da die, nicht nur ihr, sondern auch alle anderen annehmen. Du hast ja ein paar interessante Sachen gesagt. Ja. Ich denke halt immer, eine super Idee ist es halt, wenn man zu forschen oder wenn man losgeht, halt weiß, zu welchem Zweck man eigentlich das Ganze macht. Ja. Also habe ich ein Problem, habe ich einen Zweck her, warum, also was soll der Outcome sein nachher, ne? Will ich die Performance, was heißt eigentlich Performance, ja? Das ist ja manchmal nicht einmal klar, ja, von welcher Art von Performance man redet, ja. Das ist gar nicht so trivial, nämlich das eigentlich festzulegen, weil sonst kommst du eben genauso, wie du gesagt hast, von Hundertste ins Tausendste mit dem Monitor, weil du alles dann irgendwo missest, ja, aber du weißt eigentlich nicht, warum und zu welchem Zweck, ja, und was du überhaupt messen sollst, ja. Das ist ja schon einmal schwierig nachher, ne? Deswegen, wie gesagt, das Dokument ist einmal super, weil genauso wie es da steht, ja, was beim Runner Monitoring, ja, Disk und IO Usage, CPU Usage, Memory und Runner Process zum Beispiel. Ja. Das sind vier unterschiedliche Kategorien, die definitiv Sinn machen, ja, aber von welcher Betracht oder von welchem Fokus oder von welchem Punkt gehe ich darauf zu, ja, das ist einfach wichtiger, weil sonst hast du zwar alle möglichen Daten, aber eigentlich immer nicht das, was du eigentlich sehen willst. Ne? Das ist echt ein spannendes Thema eigentlich. Ja, stimmt. Ich habe mich bewusst zurückgehalten und habe nur vier Punkte aufgeführt, weil da kannst du auf ein Host-System, kannst du ja alles überwachen und das interessiert dich aber eigentlich nicht. Kann auch die Services überwachen, brauche aber zu dem Zeitpunkt nicht. Also könnte den Runner-Prozess überwachen, aber das weiß ich eigentlich eh dann schon. Aber die Service-Überwachung ist zum Beispiel ein interessanter Punkt, weil den haben wir mit dem Bernhard ja bei uns, ja. Ganz generell, ja, da gibt es auch unterschiedliche Zugänge eigentlich zu dem Thema Service-Überwachung. Ja. Willst du die Services überwachen, ob zum Beispiel Services, die gestartet sein sollen, nicht rennen, ja? Oder willst du zum Beispiel überwachen, ob es Services gibt, die installiert sind, aber gar nicht gebraucht werden? Das sind zwei unterschiedliche Fragestellungen nämlich, ja. Also will ich in dem Anfall sicherstellen, dass nur Dinge installiert sind, die halt gebraucht werden auf einem Server, jetzt ganz abstrakt, ja. Oder will ich sicherstellen, dass alle Services, die installiert sind, auch laufen, also sprich nur laufende Services drauf existieren, ja. Oder will ich überwachen, ob die Services, die als laufen sollen, rennen, ja.
völlig unterschiedliche Herangehensweise, ja, und braucht unterschiedliche Metriken teilweise danach. Ja, ja, also ich habe mein, wie ich die Sektion da geschrieben habe, habe ich überlegt, ob ich da jetzt 10 oder meine komplette Monitoring-Doku von früher da reinpesten soll, wo ich halt NTP und alles, was man halt irgendwie falsch machen kann. Und haben wir dann halt dagegen entschieden und gesagt, naja, wir fokussieren uns jetzt einmal das, was einen Runner direkt betreffen könnte. Und ich gehe mal davon aus, dass ich weiß, dass es nicht so ist, aber ich muss einmal die Annahme treffen und sagen, du kennst dich als Linux-Admin, der den Runner installiert hat, aus, was auf dem Host-System funktioniert. Und wenn es ein macOS ist oder ein Windows, dann kennst du dich auch damit aus. Und wenn du dich nicht damit auskennst, muss ich davon ausgehen, dass du weißt, wie du recherchierst. Irgendwann kann ich mal ein Doku schreiben und sagen, gut, wie überwache ich etwas, aber das ist eigentlich nicht die GitLab-Aufgabe, sondern da verlinke ich dann auf keine Ahnung, Prometheus, Zabbix, wie auch immer, weil jeder hat einen anderen Ansatz. Das ist ähnlich, genau, wie wenn du VMware überwachst, kriegst halt die REST-API zur Verfügung, kannst alles abfragen, dann krepiert das Ding irgendwann, weil es zu viel ist. Oder also du kannst ja die ESXi-Hosts auch direkt über die API abfragen. Oder du installierst einfach einen Agent auf dem Linux-Host und überwachst das halt so. Und da gibt es halt viele verschiedene Herangehensweisen. Und über Monitoring kann ich 10 Jahre reden. Also das muss man wirklich so runterbrechen, dass man vom kleinsten gemeinsamen Nenner des Problems einmal anfängt und dann sagt, so, jetzt habe ich mal die Basisüberwachung da drinnen, jetzt verstehe ich mal, warum das langsam ist und habe das vielleicht schon gelöst, weil ich den einen Job in eine andere Stage reingeschoben habe. Dann ist es halt irgendwie I.O. oder andere Geschichten. Kann ich mal anschauen, beziehungsweise muss ich jemanden anderen fragen, weil die VMs betreibe ich selber nicht. Und ja, mal schauen, ich habe noch ein paar Ideen. Jetzt ist es schön, das liegt alles in einem Repository in Markdown, das heißt, das kann jeder frei editieren. Hat sich mich mal mit dem Thema auseinandergesetzt, dass wir mit angefangen haben, sagen wir mal so, da kam zeitweise zur gleichen Zeit halt auch ein Buch raus, was halt so den Titel Practical Monitoring heißt. Wollte einfach aus der Sicht des Autors halt auch nochmal so niederschrieben, was seine Best Practices so einfach sind. Also in dem Sinne, wie man ein Monitoring-System designt, was halt so On-Call-Rotation ist. Weil viele dieser Monitoring, wir reden halt hier nur über die Tools, wie man die Tools benutzt. Also wir reden nur über die technischen Eigenschaften des Tools, aber die wenigsten Leute erklären halt den Use-Case des Tools. Und wann ist, oder welcher Use Case könnte für mich passen, oder wie finde ich es raus, ob der Use Case zu mir passt? Und das ist ja, was ihr gerade halt eigentlich in dem Sinne so zusammengefasst halt auch nochmal gesagt habt, weil am Ende des Tages haben wir einfach sehr viele technische Spielereien, aber die wenigsten bringen halt den richtigen Business Value eigentlich. Am Ende des Tages, das ist halt so wie, wenn dann halt diese überspitzten Beispiele, wenn der Produktmanager dann kommt oder so, sagt, hey, und wir brauchen jetzt noch eine weitere 9 an der Serviceverfügbarkeit. Also wir gehen von 2 9 auf die dritte 9 und dann muss man ihm halt mal einfach klar schildern, was das für Kosten einfach sind und was das halt für ein Value dann eigentlich bringt. Meistens bringt es das gar nicht und man schafft eh nicht. Also 3 9 sind halt auch hart davon abgesehen, weil wenn man dann auf einer Cloud läuft und so, da kriegt man auch nicht diese ganzen Agreements eigentlich ab. Und wie willst du dann deinen Service besser machen, als was bei dir unten drunter liegt? Und ich glaube, es muss einfach viel mehr diese Fehlerkultur einfach embraced werden. Vor allem halt hier in Deutschland ist das halt immer noch sehr stark. Also ich finde es halt überhaupt gar nicht schlimm, Fehler zu machen. Ich finde viel wichtiger, dass man aus dem Fehler einfach was mitnimmt und wieder daraus lernt. Weil dann ist es halt, dass man was halt gewonnen hat. Und das ist halt durch dieses Kulturelle, dass wir jetzt halt Postmortem schreiben, damit es halt nicht immer wieder auftaucht. Oder wir fangen dann halt an, um zu sagen, hey, wir nehmen nicht alle Metriken. Am Anfang ist es halt gut, dass wir erstmal so ein Set haben, um so eine Übersicht. Aber wenn man dann merkt, hey, wir verstehen davon nichts, dann schmeißt es halt notfalls wieder raus und fangen halt wieder von vorne an. Natürlich kann man das Spielchen jetzt nicht überspitzt, nicht jede Woche machen. Das muss natürlich schon ein bisschen erlaufen, um halt wirklich zu sehen, ob es halt Gültigkeit, weil das ist manchmal, glaube ich, auch der Fall, was öfter passiert, ist, dass Leute nicht lange genug die Geduld haben, sich mal ein bisschen länger damit auseinanderzusetzen, um wirklich die Erfahrung damit zu sammeln, weil Erfahrung kommt über Zeit. Und das ist das Einzige, was wir nicht abkürzen können. Ja, definitiv. Das ist so,
Was mir das einerseits ist das und zweitens gibt es halt einfach auch oft die Situation, dass halt viele Dinge halt am Leben erhalten werden, obwohl sie niemand, wirklich niemand braucht, ja. Weil das ganze Zeug muss ja dann auch gewartet werden, so wie ich zuerst gesagt habe, ja. Also gerade ja. Im Monitoring-Bereich ist es ja so, wenn wir es mit Bernhard anmachen, ist es ja total wichtig und interessant zu wissen, ob überhaupt alle Versionen auf den richtigen Ständen sind, ja. Das fängt ja schon an, deswegen habe ich ja reingeschrieben, zum Beispiel ein Ticket, der mit dem Update-Handling oder Update-Management, ja. Es ist ja nicht so, ja, weil wenn du heute anschaust, zum Beispiel, die Versionszyklen werden immer kürzer, ja. Und wir haben gerade eben geschaut, bei Kubernetes zum Beispiel sind es 12 Monate oder 3 Releases, ja. Bei Elastic sind es zum Beispiel nur, also da reden wir schon bald von 3 Monaten nur überhaupt, wo meiner Release überhaupt supportet wird und solche Sachen, ja. Also, wie das gehen soll in Zukunft, ist ja sowieso noch die Frage, ja. Es muss ja alles gepflegt, gewartet und gepatcht werden, ja. Sonst passt sie gar nicht mehr zusammen, ja, weil die ganzen Systeme, von denen wir da reden, die haben ja brutale Abhängigkeiten. Ja. Wir haben, glaube ich, vor ein paar Wochen auf Twitter diskutiert über Kubernetes in den Autos drinnen. Ich glaube, das war auf Basis von dem Linux-Magazin-Interview oder Artikel. Mhm. Und dann sah so, naja, also ich gehe davon aus, ich weiß zwar nicht, ob es hundertprozentig passieren wird, aber wir werden irgendwann ein Kubernetes LTS bekommen, wenn es dann halt feature-complete ist oder wenn halt einmal die APIs hundertprozentig stable sind und der Erste heute um die Ecken kommt und sagt, naja, das muss jetzt die nächsten 5 Jahre genauso laufen. Ja, genau, aber das, was was der Niklas auch sagen wollte, ist zum Beispiel, wenn du jetzt irgendein Tool nimmst zum Pipeline-Monitoring, also zum Monitoring von den Durations von Pipelines und so weiter, und dann passiert das ja auf der API-Version 4, ja, zum Beispiel jetzt momentan von GitLab, ja. Und als Entwickler weißt du, wenn ich meine Software halt schreibe, dann sollte ich sie halt da regelmäßig irgendwo updaten, sonst habe ich irgendwann das Problem, dass ich einfach zu alt wäre und dann komme ich nicht mehr hinterher, ja. Und das muss ich einfach machen am Ende des Tages. Ja. Kann ich zwar die beste Lösung hinbauen, die macht mir super Bilder, ja, nur das muss, und das fällt, glaube ich, und da gebe ich Niklas schon recht, ja, das ist ein Prozessproblem und kein Technikproblem, ja. Weil die Technik ist ja vorhanden, irgendwann gibt es dann die API-Version 5 oder X, egal, ja. Nur irgendwo muss irgendjemand und sagen, das muss in einem Prozess, das muss regelmäßig nachgezogen werden, ja. Aber wenn jetzt vielleicht noch keine Notwendigkeit besteht, muss es trotzdem aktuell gehalten werden, ja, weil es dann ist irgendwann noch spätestens 3 Versionen bei Kubernetes hast du das Problem, dass gewisse Dinge einfach rausfallen. Das ist vorbei, dann macht es V und dann steht's. Weil wird keiner fragen, hast du schon abgedatet. Und das ist halt schwierig, ja, beim ganzen Tooling mittlerweile, ja. Ich glaube, es sind, glaube ich, vielleicht gar nicht sehr viel mehr Tooling als früher. Würde ich sagen, also das fand ich halt auch interessant unter dem Blogpost, unter dem Tweet, als es rauskam mit dem Thema mit der CNCF Landscape, dass sie jetzt einfach mittlerweile so riesig ist. Ich glaube, das ist einfach nur mal, weil jemand hat am Anfang das einfach angeschafft, dass es visualisiert wird und man sieht einfach, wie groß die Weite ist. Ich glaube, das gab es früher auch schon. Da hieß es halt nur ein bisschen anders und da hat man halt andere Tools, die man benutzt hat. Was natürlich schon noch sein kann, dass es schon ein bisschen mehr Abstraktion drin ist. Also das will ich jetzt nicht abstreiten, dass das ist. Ich finde halt die Intention von Docker, finde ich immer noch die richtige, ist halt einfach, die Sachen müssen einfach sein am Ende des Tages. Und das ist halt, warum wir eigentlich hier fast alle so zusammensitzen oder diese ganzen Technologien halt nutzen können. Google hatte die schon 2005. Das ist jetzt nicht so, dass das für Google irgendwas Neues ist. Das ist aber ein guter Punkt mit Google. Ne? Google ist, glaube ich, behaupte jetzt einfach mal, ja, eine der Firmen, die radikale Versionspolicies fahren, ja. Weil da sterben ja Sachen einfach hart. Ja, und da werden einfach APIs gnadenlos verändert, ja, um weiterzukommen. Ja. Das ist aber eine Ausnahme, finde ich. Ja. Bei vielen anderen Dingen hast du das Problem, zum Beispiel, dann gibt es ein Kubernetes-Cluster 1.15 mit einem Istio von Schlag mich tot, ja. Jetzt willst du das Kubernetes updaten und passt Istio nicht mehr dazu und du kannst Istio nicht updaten, weil das Kubernetes nicht passt. Dann kommen wir uns auf so klare Ideen wie, genau, parallel alles wieder hinzubauen mit dem gleichen Spiel wieder, ja. Weil irgendwer übersehen hat, dass es irgendwo eine harte Versionsabhängigkeit gibt, ja. Und die Leichtigkeit, wie heute Tools installiert werden können, so wie mit Docker, was super ist, ja, kann halt dazu führen, ja, muss nicht dazu führen, ja, dass man halt auf mehrere Komponenten gleichzeitig achten muss, damit sie alle ungefähr in dem gleichen Frame halt sich befinden von der Versionierung her, ja. Und das ist bei vielen, glaube ich, gar nicht auf der Uhr, ja, weil teilweise laufen Cluster ja mit, oder Softwareprodukte, die da graut sind, ja.
Also, ja, und ich glaube, da ist die ganz wichtige Kernaussage, die du einfach auch sagst, ist einfach, wir müssen einfach üben, die Dinger abzudaten und halt auch in dem Sinne öfter halt zu machen und am besten halt auch, ich habe halt auch zufällig den neuen GitLab-Blog-Post über, wie sie die Postgres geupdatet haben, weil da auch drin, die Leichtkernaussage drin ist, hey, automatisiert es einfach, damit ihr es einfach öfter üben könnt, als das, wenn ihr es von Hand macht, weil wir haben einfach mittlerweile zu viele Teile, wir können ja einfach alle nicht mehr von Hand managen. Ja, abgesehen davon, dass du es von Hand nicht managen kannst, ja, was da jetzt nach wie vor oder mittlerweile oder vielleicht wieder, ja, die Problematik, dass sich halt viele Tools an den Schnittstellen halten, aber viele Tools oder viele Werkzeuge einfach ineinander greifen, ja. Und das muss halt alles halbwegs smooth miteinander funktionieren, ja. Und das ist halt nicht mal ganz so trivial teilweise halt, ja. Du musst wirklich darauf achten, dann wirklich auch dran zu bleiben beim Updaten, ja. Und das ist Arbeit. Allalong ist es trotzdem immer neben noch Arbeit, ja, weil irgendwer muss ja, dann sind wir wieder beim Punkt, der das Ergebnis von dem automatischen Update ja bewerten. Also, wenn es nicht geht, ist es leicht bewertet, ja. Es funktioniert dann eh nicht mehr, ja, auf die Horte, dann haben wir das Problem nicht. Also, dann ist der Fehler klar, ja. Nur nicht immer stellen sich, das wissen wir, glaube ich, alle, ja, die was ein bisschen mit Softwareentwicklung zu tun haben, da ist es halt nicht 0 oder 1, ja, sondern irgendwie ziemlich analog, ja. Da gehen 3/4 der Sachen nach wie vor perfekt, ja, nur halt 1/4 irgendwie halt nicht ganz so mehr gleich, ja. Ja, und das Problem ist dann auch vielfach, du kommst ja nicht sofort drauf, ja, sondern erst dann, keine Ahnung, einen Monat später, weil das wird nicht jeden Tag verwendet und so. Und was tust du nachher? Du machst dann höchstwahrscheinlich kein Backstep mehr, nur weil du musst halt schauen, dass die andere Seite wieder, keine Ahnung, weiterkommt, wie auch immer, ja. Aber du baust dann Feature Flag ein wahrscheinlich. Genau. Ja, aber ich kenne das Problem. Also gerade, und das ist, glaube ich, auch ein deutschsprachiges Problem, dieses Prozessproblem, dass du eine QA-Abteilung hast, die du vielleicht noch nicht hast, oder QA generell, dass das in deinem Prozess vorkommt, und dass du irgendwie ein Staging hast oder nicht, ist ja dann egal, aber du brauchst irgendeinen Automatismus, wie du halt Sachen deployen kannst, beziehungsweise dann sagst, naja, jetzt habe ich es in der Produktion, jetzt geht es zwar nicht, aber jetzt muss ich es in der Produktion fixen, weil meine Kunden rufen mich halt schon an, oder mein Monitoring ist rot, weil ich kann mich nicht drum drucken, dass ich ein halbes Jahr kein Update mache, wo schon 10 Security-Releases kommen sind. Und die Instanz steht dann im Netz und ups, das hat dann jemand gehackt. Also genau, du musst im Hinterkopf auch eine Security-Brille haben, dass die Disclosure-Time netterweise vielleicht 90 Tage sind. Bei manchen ist es ja gar nicht so, bei manchen CVEs. Und da musst du davon ausgehen, dass du nach 90 Tagen vielleicht der GitLab mal aktualisiert hast, weil sonst könnte es sein, dass du halt von irgendwas betroffen bist, wo jemand sagt, oh, das probiere ich jetzt mal aus. Und ich glaube, bei vielen anderen Geschichten weißt du noch gar nicht, dass es ein Security-Problem gibt, weil das halt so nebenbei gefixt worden ist. Gibt es ja genauso. Mhm. Und dieser Ansatz mit Never Change a Running System, das musst du einfach über Bord werfen, weil das ist nicht mehr zeitgemäß. Ich habe aber eine Lösung für euer Problem. Ganz einfach. Wir schaffen einfach dieses Thema Internet ab, dann haben wir das alles, weil dann kann niemand auf niemanden zugreifen. Dann musst du die genau nicht updaten. Dann können wir wieder Papier und Bleistift verwenden, also. Ja, schon noch Karten. Dann hat man auch noch echte Bugs vielleicht und so. Ja, genau. Echte Bugs. Einer abgeschnitten, die Lochkarten. Ups. Ja. Dann musst du wieder die MSDN von CDs installieren und selber mitdenken, was jetzt die Funktion macht. Ja. Ja. Naja, okay. Das, ja. Lass mal das, ja. Das ist, glaube ich, das perfekte Schlusswort für heute. Ja. Ja. Wir schaffen das Internet ab, weil dann geht es uns alle besser. Genau. Dann sind wir alle arbeitslos und dann passt. Dann machen wir ein sehr schönes Leben. Ach, arbeitslos. Man muss nicht das ganze Leben arbeiten. Gibt ja noch Alternativen. Genau. Stimmt. Fragen wir einfach den Nico, ruft man an im Urlaub und fragen ihn, bis du. Schau, nächstes Mal, wenn er da ist, dann überfallen wir gleich als Intro nachher gleich mit der Frage. Wir schaffen das Internet ab, oder? Genau. Und was machst du da mit der Azure Cloud? Wie machst du das ohne Internet? Alles klar. Passt. Machen wir mal da eine Runde Stopp. Auf Wiedersehen.